Jo, hallihallo Leute, da sind wir auch wieder bei das Zeichen Assassinen. Wir haben einen sehr seltsamen Anzug an und wir sollten jetzt einen Weg in die Burg finden. Trete zurück! Ja, wir euch hauen nicht ab. Er ist normalerweise weniger freundlich. Das sieht nicht nach einem echten Gold-Sovereign aus. Ist es auch nicht. Das ist ein Caprice. Meine Mutter hatte einen ganzen Satz davon, als ich noch klein war. Man sammelt sie von allen ein, die man kennt. Dann wirft man sie in den Brunnen und wünscht sich etwas. Es ist ein Spiel der orlesianischen Oberschicht. So wie hier alle aussehen, glaube ich, dass die Stimmung für Wünsche ist. Okay. Ja, also Leopold sieht ja schon sehr beeindruckend aus, muss ich ja sagen. Eine Wache. Stimmt etwas nicht? Meine Freundin hatte etwas zu viel Wein. Sie muss sich dringend setzen, bevor sie sich noch auf eine Herzogin erbricht. Oh, ich kann in meinem Kopf das Meer rauschen hören. Die Wellen branden heran, die Wellen fließen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. Achtet nur darauf, dass sie mir nicht zu nahe kommt. Lass mich das erledigen. Sobald ich den Schlüssel habe, geben wir den anderen ein Zeichen. Alles klar. Du meine Güte, welch gewaltiges Schwert ihr doch habt. Erhält jeder Chevalier so ein? Es ist so beeindruckend. Eine reizende Feier. Also? Er hat ihn nicht. Was? Er hatte vergessen, dass er den Schlüssel einer der Dienerinnen gegeben hat. Was für eine Wache vergisst denn, dass er sich selbst aus dem Schloss ausgesperrt hat? Wir gehen einfach da raus und mischen uns unter die Leute, bis wir einen Weg hineinfinden. Oder so mit Kaviar und Wein vollgestopft sind, dass wir einschlafen. Richtig, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es kann immer noch funktionieren. Dann lasst uns nach dieser Dienerin suchen. Wie viele kann es hier schon geben? Eine für jede Käseplatte? Ich versuche übrigens optimistisch zu bleiben. Also, Biaba, ich glaube, wir sollten mal ihre Verletzung heilen. Also, sieht Tell ist doch gleich viel besser aus. Bitte zögert nicht zu fragen, falls ihr etwas brauchen sollt. Mutter hat diese Münzen geliebt. Aber sie hatte nie die Möglichkeit, ihre zum Brunnen zu bringen. Und wieso nicht? Man wird nun mal nicht auf schicke orlesianische Feiern eingeladen, wenn man einen Abtrünnigen heiratet. Stimmt. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Mal gucken, gibt's hier vielleicht irgendwo noch solche komischen Münzen? Ach komm. Na jo, drehen wir mal mit Truxes Bran? Champion, welch eine Überraschung. Truxes, mein Lieber. Wollt ihr mich eurem bezaubernden Freund nicht vorstellen? Serendipity, das ist Sarah Hawk. Das ist irgendwie unangenehm. Also könnten wir uns vielleicht über etwas anderes unterhalten? Die Häppchen sind interessant, nicht wahr? Und alle hier sind so vornehm. Welch scharfsinnige Feststellung. Wir sollten weiter. Es gibt noch so viele Leute, denen wir Hallo sagen müssen. Es war mir eine Freude, euch alle kennengelernt zu haben. Besucht mich mal wieder. Na, wenn das nicht nett ist, also, wow. Okay, was sucht Liliana hier? Schwester Nightingale? Champion, es ist schön, euch unter weniger unangenehmen Umständen wiederzusehen. Ich... Talis? Liliana, es ist so schön, euch wiederzusehen. Ihr seht heute Abend atemberaubend aus. Und eure Frisur ist zauberhaft. Habt ihr sie euch selbst gemacht? Ihr beide kennt euch? Ich habe irgendwie den Eindruck, ihr kennt euch. Ach, nur flüchtig. Es ist lange her. Man trifft in Orlais die unterschiedlichsten Leute. Das hält das Leben aufregend. Nun, es freut mich, dass ihr beide die Möglichkeit hattet, euch zu unterhalten. Ja, es war ein ausgesprochen glücklicher Zufall. Wir sollten eure Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, Liliana. Es gibt bestimmt noch andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst, in diesem Augenblick. Okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen.
gucken, was gibt's denn hier noch so für feine Leute. Ach, da gibt's noch den Brunnen und da ist Tegan. Champion, es ist schön, euch wiederzusehen. Ihr erinnert euch sicherlich nicht mehr an mich. Wir sind uns während König Alistairs Reise nach Kirkwall begegnet. Ich bin Ben Tegan Garin. Denkt ihr, ich mische mich häufig in Angelegenheiten zwischen Meredith und fremden Staatsoberhäuptern ein? Moment mal, eigentlich schon. Ja, das ist ziemlich normal für mich. Ihr erinnert mich stark an jemanden, den ich einst kannte. Wer ist dieser Mann, Tegan? Ich bitte um Verzeihung. Isolde, dies ist der Champion von Kirkwall. Hawk, bitte erlaubt mir euch, Alessa Isolde vorzustellen. Tegan, ich muss mit dir auf der Stelle über die schrecklichen Dinge reden, die Dulcie de Lancey gesagt hat. Ich... Aber natürlich. Bitte entschuldigt mich, Mr. Hawk. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Falls ihr mit Ben Perrin reden solltet, rate ich euch, das Thema Kirche zu meiden. Ebenso wie Unterkleider. Ah ja. Klingt ja sehr, sehr nett. Okay, Gabriel, wer ist das? Ihr habt euch gut geschlagen, Sir. Vielleicht steckt ja doch ein Jäger in euch. Natürlich. Wir sind die besten Jäger aller Zeiten. Ach, Dulcie de Lancey, die kennen wir auch noch. Ob es ihrem Sohnemann jetzt besser geht? Champion! Oh, Champion! Hättet ihr Emil nicht aufhalten können, bevor er einer solchen Verdorbenheit zum Opfer fällt? Er ist nicht wirklich ein Blutmagier geworden, Lady de Lancey. Das war nur ein Gerücht. Mit einem Blutmagier könnte ich umgehen, aber diese Ure, mit der er sich eingelassen hat, sie ist unerträglich. Welch abscheuliche Dinge sie unserem Sommeraus unter dem Deckmantel der Dekoration angetan hat. Es ist grässlich. Lady de Lancey, erlaubt mir, euch mein tiefstes Mitgefühl zur Verunstaltung eures Sommerhauses auszusprechen. Sie hat das Wohnzimmer mit Keramikkühn vollgestellt. Mit Kühn, Monsieur Hawk. Ich ertrage es nicht, noch länger darüber nachzudenken. Einen guten Tag noch, Monsieur. Oh Mann. Wenn das ihre schlimmsten Sorgen sind, dann möchte ich gar nicht wissen, was sie noch so für Sorgen hat. Okay, da müssen wir nicht mehr. Oder wir haben keine Münzen mehr. Das könnte auch noch sein. Ach, Mann. Okay, hier sind eindeutig keine mehr. Kann ich euch vielleicht für antivanische Oliven begeistern? Ich hätte auch Räucherschinken aus Anderfels. Es heißt, er schmecke nach Verzweiflung. Okay. Moment mal, tut er das wirklich? Wie kann Schinken denn nach Verzweiflung schmecken? Warum sollte ihn dann irgendjemand essen? So hat es der Lieferant gesagt. Die reden alle so. Dieser Wein besitzt eine Note Eiche und Frühling. Dieser Käse schmeckt nach Trauer. Okay. Wer braucht denn noch mehr Verzweiflung in seinem Essen? Wofür soll das gut sein? Ich habe gehört, die Künstler schätzen es sehr. Wir könnten nicht vielleicht einen Blick in die Küche werfen, oder? Ich würde diese hoffnungslosen Speisen gerne in all ihrer Pracht sehen. Ich weiß nicht. Ich sollte meinen Posten eigentlich nicht verlassen. Ja, welch skandalöse Atempause von den Oliven. Stellt euch nur vor, was die anderen Diener sagen werden. Die Dienstmädchen im oberen Stock werden so neidisch sein, wenn sie davon hören. Also dann, folgt mir. Okay. Ja, ich weiß. Sie behandeln uns wie Mobiliar. Es überrascht mich, dass sie nicht auch noch auf uns sind. Nehmt lieber nichts von dem Käse. Er ist grauenhaft. Habt ihr den Schlüssel? Ich bin sonst besser in so etwas. Sie hatte den Schlüssel auch nicht. So schwierig sollte das Ganze eigentlich nicht werden. Wir könnten ja vielleicht ein paar Nachtischlöffel stehlen und uns unter der Mauer durchgraben. Das ist gar keine so schlechte Idee. Behaltet sie im Kopf. Die Dienerin sagte, sie habe ihn dem Sohn des Herzogs gegeben, Lord Cyril. Lasst uns nach ihm suchen und hoffen, dass er ihn nicht seinem Vater gegeben hat. Also, Lord Cyril? Oh Mann. Mal dieses Hin und Her. Ach, da ist er ja. Hey, Lord Cyril. Ausgezeichnet! Gesellt euch zu uns, Champion.
Wir haben gerade über eure berühmte Auseinandersetzung mit dem Anführer der Kunari geredet. Ihr müsst uns davon erzählen. Es gab in Denerim über Monate kein anderes Gesprächsthema. Ihr wart noch nie auf Chateau N, oder? Bitte gestattet mir, euch diesen Caprice zu überreichen. Oh. Es ist ein alter Brauch. Meine Mutter hat oft von Leandra gesprochen. Sie waren enge Freundinnen, als sie noch jung waren. Es ist wirklich zu schade, dass keine von ihnen hier sein kann. Wo habt ihr denn diesmal eure Unterkleider, Perrin? Haltet den Mund, ihr bemalte Fuchtel! Welch unterhaltsame Manieren unsere Gäste doch an den Tag legen. Meint ihr nicht auch, Hawk? Meine Freundin hier brennt darauf, sich mit euch privat zu unterhalten. Sie hat von nichts anderem mehr gesprochen. Für euch, Hawk? Aber natürlich. Okay. Aber, ja, die Tapete ist wirklich wundervoll. Da muss ich euch zustimmen. Das, ich würde nicht... Ach, vergesst es. Dieses Wyvern-Blut hat das wirklich in sich, nicht wahr? Das ist eindeutig meine schlimmste Nacht aller Zeiten. Seid ihr nicht Lord Cyrils Typ? Vielleicht mag er einfach keine Elfen. Oder Frauen. Oh. So oder so seid ihr die Lösung. Er hat den Schlüssel. Holt ihn euch. Was? Was ist? Ihr seid am Zug, Hawk. Macht schon. Ich glaube, ich könnte jede Menge Zeit sparen, wenn ich von Anfang an davon ausgehe, dass ein Plan fehlschlägt. Er ist nicht fehlgeschlagen. Er stimmt nur nicht vollständig mit der Realität überein. Versucht einfach irgendwas. Dann viel Glück dabei. Na super. Danke. Sagt der Elfin, dass ihre Entschuldigungen vergebens sind. Sie ist ja ganz hübsch, nehme ich an. Es gibt bestimmt Männer, die so etwas wie sie reizvoll finden. Kein Kommentar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte noch nie ein nachtragendes Wesen, Monsieur. Bringt mir einfach ein Glas Wein und alles ist verziehen. Und? Habt ihr den Schlüssel? Nein. Aus irgendeinem Grund hole ich ihm jetzt etwas zu trinken. Oh, das ist perfekt. Ich habe ein Mittel, das wir ihm in den Wein geben können. Danach wird er wie ein Kind schlafen und wir können ihn nach dem Schlüssel durchsuchen. Will ich wissen, warum ihr ein Betäubungsmittel bei euch habt? Nein, vermutlich nicht. Oh mein Gott. Ah, ein Weinkelch. Na dann, her damit. Hier, gebt Lord Cyril diesen Wein und versucht euch einfach normal zu verhalten. Okay, was soll das jetzt euer heißen? Euer Wein, Lord Cyril. Worte allein reichen nicht aus, um zum Ausdruck zu bringen, wie leid es mir tut, welch Ungemach euch meine Freundin bereitet hat. Ich bin von Natur aus ausgesprochen versöhnlich. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Bei Andraste. Der Wein steigt mir schon zu Kopfe. Ich fühle... Schlaft schön. Ihr habt ihn. Sagt mir, dass ihr ihn habt. Natürlich. Habt ihr etwa daran gezweifelt? Gut, dann können wir jetzt das Juwel holen und die Sache hinter uns bringen. Ich dachte eigentlich, wir kämen ganz gut miteinander aus. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich eine orlesianische Feier lieber besuchen würde. Auch wenn ihr ein Mensch seid. Lasst uns diese Tür suchen und reingehen. Alright. Jetzt noch schnell die letzte Münze loswerden und dann kann's ja losgehen. Oder auch nicht die letzte Münze. Heiliger Kuhmist. Na gut, gehen wir rein. Das müsste es gewesen sein. Was im Namen des... Es gibt keinen Grund, warum ihr heute sterben solltet, mein Freund. Geht einfach weiter. Ihr habt uns nie gesehen. Diebe! Au. Ihr hättet einfach weitergehen sollen.
Er konnte nicht einfach weitergehen. Für eine Wache wäre das eine ziemlich schlechte Eigenschaft. Das weiß ich. Es ist ja nicht so, als könnte seine Familie jetzt sagen, wir dachten, er müsste nur Kekse backen. Es gibt andere Wege. Und nicht alle müssen zum selben Ziel führen. Doch genug davon. Wir sind wegen des Herzens hier. Ich würde es gerne in aller Stille erledigen und dabei so wenige Wachen wie möglich alarmieren. Was meint ihr? Der Gedanke, mich von 2 Dutzend Wachen durch das Chateau jagen zu lassen, gefällt mir nicht. Wir machen es in aller Stille. Schön, dass ihr mir zustimmt. Gehen wir. Na, Suppi. Worauf habe ich mich da jetzt nur eingelassen? In diesem Teil des Chateaus wird es vor Wachen nur so wimmeln. Wir müssen uns so gut wie möglich verborgen halten. Oder wir sorgen für Ablenkung. Vorausgesetzt, ihr seid gut im Steine werfen. Und wenn alles andere fehlschlägt, versetzen wir ihnen einfach einen heftigen Schlag auf den Kopf. Ja, natürlich. Versucht aber, das nicht ständig zu machen. Na schön. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Alles klar. Jetzt kommt es zu einer echten Schleichmission, oh Mann. Nichts. Knallhart in der Oberstadt 2. Noch mehr Belagerungen. Varric wird davon erfahren wollen.